Gut, jetzt möchte ich euch dieses Muster hier zeigen. Wir sagen immer Zaun dazu. Es sieht leichter aus, als es ist, und es relativ gleichmäßig hinzukriegen, ist nicht ganz so einfach. Wie ihr seht, habe ich mir wieder zwei Linien vorgezogen. Einmal setze ich hier an, einmal hier an. Ja. Ich ziehe aber tatsächlich erst alle Linien oder alle Striche in einer Richtung. Erstmal schön heiß werden lassen wieder. Und dann versuche ich gleichmäßig schräg zu arbeiten und erstmal alle auf der einen Seite zu ziehen. Jetzt gehe ich auf die andere Seite und setze genau gegenüber auf gleiche Höhe, versuche es zumindest. Eine Seite ist fertig und das gleiche mache ich auf der anderen Seite noch einmal. Jetzt möchte ich so eine Blüte machen. Ihr seht, das was weiß ist, kommt als erstes und deswegen lasse ich da wieder Lücken. Ich könnte das also auch noch erweitern, die Blüte, aber erstmal mache ich nur das Mittelteil. Setze in die Mitte, kann man sich entscheiden, ob einen schmalen Punkt oder einen breiten Punkt. Ich nehme einen schmalen diesmal, einen kleinen. Habe meinen Blütenstempel und ich drehe wieder das Ei. Ich fange oben an, drehe das Ei und setze genau gegenüber die Blüte. Eins links, eins rechts. Der Rest bleibt frei, um dann nachher die andere Farbe dazwischen zu setzen. Das gleiche mache ich gegenüber, messe mir eine Mitte wieder aus. Beginne mit dem kleinen Punkt und setze die vier Blütenblätter wieder an. Oben, unten, links und rechts. So, die Blüte wollen wir vollenden. Das heißt, hier kommt die zweite Farbe gesetzt. Alles, was ich jetzt stemple, wird ja am Ende gelb. Ihr seht, ich drehe das Ei wieder und genau in die Mitte auf den freien Platz kommt der Blütenstempel. Außerdem habe ich Striche gezogen, dazwischen kommen also die nächsten Striche. Ich lasse noch etwas Platz, weil es ein dreifarbiges Ei werden soll. Letzter Arbeitsschritt hier zum Bewachsen. Hier kommen noch grüne Striche dazu. Erst einmal zwischen die anderen, da wo noch Platz ist. Und hier kommen auch noch mal welche hin. Und eigentlich geht es jetzt nur noch ans Abwachsen, wo ja dann die Farben so schön zum Vorschein kommen. Das seht ihr auch in meinem ersten Video. Als erstes die Löcher wieder öffnen, also kurz an die Flamme halten und das Loch wieder öffnen, damit die Luft ausströmen kann. Andere Seite genauso.
Und ihr seht runterkommen zum Vorschein die leuchtenden Farben. Unser Grün, unser Gelb und unser Blau. So, das Ei ist fertig. Ich packe es zu den anderen Eiern. Wie ihr seht, kann man die ganzen Muster miteinander kombinieren. In verschiedenster Art und Weise, mal längs oder mal quer. Und wem das Ganze zu schnell ging, von der Technik her, dazu gibt es ja noch mein erstes Video, wo ihr die gesamte Technik erklärt bekommt. Also viel Spaß beim Nachmachen.